Hoy de nuevo, como desde hace 27 años, estamos juntos, juntas para celebrar una nueva edición del Festival Literario Un Mundo de Escritoras. Os presento hoy la escritora Katrin Schmidt, una alemana, y de eso me alegro mucho en este año significativo para los alemanes y el Estado alemán, que celebra en este mes de noviembre de 2014 los 25 años de la caída del muro. Y Katrin Schmidt es una mujer del este, de la RDA, nacida en Gotha, Thüringen, es la autonomía, el land más cercana a la RFA de entonces. Trabajó como psicóloga infantil, periodista en un periódico de mujeres, para la mujer, y socióloga. Participó activamente en el proceso de la unificación de las dos Alemanias, que no se desarrolló como quería y dejó cuando vio el dominio masculino en estas mesas redondas. Desde 1994 se dedica solo a la escritura y es miembro del PEN Centro de Alemania. El primer premio de tantos le otorgaron en 1988, el premio de Anna Segers. Hasta el premio alemán del libro en 2009, el premio más importante en Alemania, y también le han premiado con muchas becas de trabajo. Es interesante contar hoy con Katrin Schmidt, que ha vivido en las dos Alemanias y hace en su obra literaria Memoria de la Alemania del Este, como se indica el título de su conferencia, Al norte de los recuerdos, literatura y memoria. Mejor que presentar con mis palabras a Katrin Schmidt, os leo la presentación de ella hace Cecilia Dreimüller, profunda conocedora de esta escritora, en la antología de la mejor narrativa alemana actual. Está publicado este año en Alpha Decay. La potencia de lenguaje de Katrin Schmidt, primero conocida como poeta, desde que en 1993 ganó el premio Léonce y Lena de poesía, no tiene parangón en la actual literatura alemana de su generación, ni en inventiva metafórica, ni en audacia, ni en pasión. Su estilo, un tanto barroco, se caracteriza por la efusión verbal y una gran vitalidad, y sabe aligerar la gravedad de los contenidos, vidas femeninas truncadas por el totalitarismo, con un liberador sentido de humor. Katrin Schmidt irrumpió en 1998 en el panorama de la narrativa alemana con una exuberante novela feminista, La expedición Gunnar Lennefsen, y va a ser hoy la novela sobre, va a referirse, una alucinante saga de cuatro generaciones de mujeres en un pequeño pueblo de Alemania Oriental ante los embates de la historia del siglo XX. En su siguiente novela, Los gatos negros de Sebach, no traducida, trata un tema altamente escabroso, el de los comandos amorosos de los servicios secretos de la RDA, cuyos agentes seducían por encargo a disidentes y secretarias de dirección.
También aquí Schmidt persigue el enfoque de la historia particular, el trastorno de la identidad y la destrucción de la vida familiar de víctimas y verdugos. Tras la novela de Los hijos de König, que aborda el desarraigo que experimentaron muchos ciudadanos de la RDA tras la caída del muro, Schmidt escribe su libro hasta ahora más importante, No morirás, la novela autobiográfica sobre la paulatina recuperación de la memoria y del lenguaje tras un coma clínico con la que ganó en 2009 el premio del libro. Describe magistralmente la angustiante lucha por recuperar la palabra perdida de la protagonista, escritora, y la enlaza con un singular drama amoroso y matrimonial, contado con extraordinaria lucidez psicológica, donde una madre de cuatro hijos se enamora de un transexual. Los títulos más recientes de Katrin Schmidt son el poemario Abejas ciegas y el libro Relatos finito. Pasemos página en 2011, en el que expone un magnífico caleidoscopio de historias de amor con la mirada puesta en las heridas abiertas de la historia reciente. Todos estos libros, excepto la expedición de Gunnar Lefsen, no están traducidas. Bien, ahora la palabra tiene Katrin Schmidt. Ja, guten Tag. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Ich war noch nie im Baskenland. Es ist meine Premiere. Und ich bin jetzt schon traurig, dass ich nur bis morgen früh da sein kann. Ich wusste das vorher gar nicht so genau, wo es mich hinverschlagen würde. Aber nun ist es so und ich freue mich, dass ich heute Abend mit Ihnen sein kann. Ja, mein Vortrag heißt Der Norden der Erinnerung. Bin ich eigentlich eine alte Frau? Ich weiß es nicht genau. Ich bin 56 Jahre alt, was meine Artgenossinnen sicher ungern zugeben. Ich habe 5 Kinder geboren, die heute zwischen 17 und 35 Jahre alt sind. Und vor einigen Tagen erreichte mich die schöne Nachricht, dass das 7. Enkelkind unterwegs ist. Das stimmt aber inzwischen schon gar nicht mehr, denn gestern Abend erhielt ich die Nachricht, dass es Zwillinge werden, also das 7. und 8. Enkelkind sind unterwegs. Ich hatte also genug zu tun, meinen Oma-Pflichten nachzukommen, die Kinder im Krankheitsfall zu behüten, damit ihre Eltern ihrer Arbeit nachgehen können, Strümpfe zu stricken oder Pullover. Tatsächlich wird das Kinderbett in unserem Hause regelmäßig genutzt. Ich stricke Strümpfe und Pullover, vor allem aber schreibe ich Bücher. Ich erinnere mich an die Zeit vor 17, 18 Jahren. Das 5. Kind war gerade geboren worden. Wir wohnten in einer großen Berliner Wohnung mit 2 riesigen Balkons. Aber die Zahl der Zimmer reichte nicht, mir einen Arbeitsraum zu ermöglichen. Ich schrieb im Ess- und Wohnzimmer der Familie an einem schwarzen Schreibtisch. Die Kinder erledigten am großen Tisch ihre Hausaufgaben. Der Jüngste stand in seinem Kinderwagen auf dem Balkon und schlief. Es war laut, es war lebendig. Und nebenbei entstand mein erster Roman. Daran konnte ich in all dem Tumult sehr konzentriert arbeiten. Wir hatten weder Großeltern, die uns zu Hilfe kommen konnten, noch eine Putzfrau für die 170 Quadratmeter. Wir schleppten die Einkäufe aus dem nahegelegenen Supermarkt nach Hause und trotzdem spürten wir die Belastung nicht, die ja in allem steckte, hatten Spaß mit den Kindern und sind heute dankbar für diesen Teil unseres Lebens, der hinter uns liegt. Heute habe ich ein Arbeitszimmer. Es liegt in der oberen Etage unseres Hauses, ist zweigeteilt.
Kiefernbalken trennen den Gaubenteil von der Dachschräge ab, in die ich mich Tag für Tag viele Stunden zum Arbeiten zurückziehe. Manchmal ab 5 Uhr früh morgens, die senile Bettflucht hat vermutlich längst eingesetzt. Weil es mir wichtig ist, die Kontrolle über den Laptop-Bildschirm zu behalten, wenn jemand ins Zimmer kommt, habe ich mich dafür entschieden, mit dem Rücken zum Balkon zu sitzen und jeden Eintretenden so vis-à-vis vor mir zu haben. Auch wenn das nicht so wäre, könnte sich ja niemand aus 4 Meter Entfernung lesen, was gerade entsteht, und trotzdem geht es mir gut, seit ich hier sitze. Besser als vor der letzten Renovierung, da mein Schreibtisch vor den Gaubenfenstern stand und ich mit dem Rücken zur Zimmertür saß. Mit fantastischem Ausblick zwar auf den Kirschbaum im Nachbargarten, aber der ist ohnehin inzwischen einem Bungalow gewichen. Wenn ich schreibe, bin ich ganz im Viereck des Bildschirms gefangen, sehe nichts anderes. Ich glaube, auch deshalb wächst mein Schreibtisch übers Jahr zu. Wenn mein Mann nicht gelegentlich wenigstens die leeren Tee- und Wassergläser in die Küche brächte, müsste ich ihn öfter aufräumen. Das tue ich aber nur einmal jährlich, zwischen Weihnachten und Neujahr. Gleich neben mir steht mein uraltes Radio der Marke Rema Andante, dessen volltönende Boxen in der DDR legendär waren. Ich liebe den alten Ton, weshalb das Radio läuft, wenn ich auf dem Ergometer ein Stündchen Fahrrad fahre. Die Bewegungsfrage ist wichtiger denn je, denn nach dem Platzen eines Hirnaneurysmas vor bald 13 Jahren bin ich nicht mehr gut zu Fuß. Alleine zu Fußmärschen aufzubrechen, käme durchaus einem Wagnis gleich. Dabei liegt mein Vitamin-D-Spiegel noch tiefer im Keller als bei Mittel- und Nordeuropäern ohnehin üblich. Ich müsste öfter rausgehen. Daran denke ich nicht, während ich arbeite. Manchmal blicke ich zum Engelsflügel auf, den ich mir aus Rom mitgebracht habe, um einen Schutzengel auf ihm reiten zu lassen. Den anderen Flügel, hinter mir an der Wand, hat mein Mann im Wald gefunden und auf einer halben Baumscheibe zur Geltung gebracht. Ich sehe ihn nicht, während ich arbeite, habe aber Ausblick auf ein Gemälde aus der Schulzeit meiner Tochter, David mit Harfe, König Saul weint vor Rührung. Ich sehe zum Klavier, wenn ich vom Schreiben aufblicke. Meine Fähigkeiten sind dahin, seit meine rechte Seite lahmgelegt ist. Auch am Laptop schreibe ich ja ausschließlich mit der linken Hand. Von Zeit zu Zeit setze ich mich dennoch ans Instrument und über die Jahre finde ich sogar Freude an leichten, vor allem langsamen Stücken. Dass meine Strickmaschine allerdings jetzt vor dem Gaubenfenster steht, muss ich ändern, ehe ein Zuträger des Finanzamts kommt. Im Gegensatz zu meinem Mann muss er sich zum Glück anmelden, ehe er mein Arbeitszimmer betritt. Wenn ich Ihnen erzählen will, wie ich zum Schreiben gekommen bin, muss ich weit ausholen. Ich war ein stilles, ernstes Kind, das älteste von 3 Geschwistern. In der Schule war ich das, was man heute einen Überflieger nennt. Ich hatte ausschließlich Einsen, bis auf das Fach Sport, in dem ich mich vergeblich abmühte. Mein Gedächtnis ermöglichte es mir, Gedichte und Formeln sofort zu reproduzieren. Nichts bereitete mir sonderliche Mühen, aber die Fragen, die ich hatte, konnte mir oft niemand beantworten, weil ich sie niemandem stellen konnte. In der Schule traute ich mich nicht, nachdem man mich einige Male seltsam angeschaut und sich über den Quatsch gewundert hatte, der da offenbar in meinem Kopf entstand. Und zu Hause verstand man ebenso wenig, worum es mir ging. War ich mit meinem Vater allein, kam es schon vor, dass er mir auf einem Spaziergang die Kant-Laplace'sche Nebulartheorie erklärte. Waren wir aber wieder zu Hause, schwiegen wir beide, denn Mutter und Urgroßmutter konnten damit nichts anfangen. Die Urgroßmutter mütterlicherseits wohnte seit der Hochzeit meiner Eltern bei uns. Sie war allein, sie war erst 58 Jahre alt, als ich geboren wurde. Sie war eine willkommene Hilfe für meine berufstätigen Eltern, und sie war meine erste und wichtigste Bezugsperson. Ich lebte mit meiner Urgroßmutter in einem Zimmer. Meine Urgroßmutter stammte aus Königsberg. Königsberg heißt heute Kaliningrad und gehört zu Russland. Früher war Königsberg die Hauptstadt der Provinz Ostpreußen des Deutschen Reiches, hatte eine wechselvolle Geschichte hinter sich.
Die Mehrheit der Bevölkerung, über 98%, sprach Deutsch, einige wenige Ostpreußen Polnisch, Litauisch oder Masurisch. Im August 1944 bombardierten britische Luftwaffenverbände die Stadt in Schutt und Asche. Im Januar wurde sie von der Roten Armee der Sowjetunion eingeschlossen, zur Festung erklärt und musste noch bis zur Schlacht um Königsberg vom 6. bis 9. April 1945 leiden, ehe die Deutschen endlich kapitulierten. Aber das Leiden ging weiter. Wer konnte, war ohnehin schon geflohen, ehe die Stadt zur Festung erklärt wurde. Auch meine Urgroßmutter war auf die Flucht gegangen mit ihrer Familie. Einige ihrer Geschwister hat sie dabei verloren und manchmal erzählte sie im Halbschlaf schreckliche Dinge von toten, steifgefrorenen Kindern oder wahnsinnig gewordenen Müttern. Sie verwechselte mich, wenn sie aus schlimmen Träumen aufschreckte, mit meiner Mutter und fragte, durch die Dunkelheit von Bett zu Bett gesprochen, nach, ob ich mich denn erinnere, wie wir damals übers Haff gelaufen seien. Das frische Haff ist ein Teil der Ostsee und liegt hinter einer schmalen Landzunge, der frischen Nehrung. Im Winter 1944-45 war es gefroren und viele Königsberger und andere Bewohner Ostpreußens versuchten, es als Fluchtweg nach Danzig zu nutzen. Schreckliche Szenen müssen sich abgespielt haben, als das Eis wieder und wieder brach und die See Menschen verschluckte. Von alledem erzählte mir meine Urgroßmutter, allerdings nicht, wenn sie wach und bei Sinnen war. Ich lebte in der DDR. Die große Sowjetunion war uns als Paradies der Werktätigen ausgemalt worden. Die Soldaten der Roten Armee unsere besten Freunde. Wie ging das zusammen damit, dass meine Urgroßmutter ausgerechnet vor den Russen, den besten Freunden, geflohen war? Ich konnte mir das nicht erklären, auch nicht, dass meine Urgroßmutter mich immer wieder davor warnte, mich in den Russengebieten aufzuhalten. Die DDR war ja besetzt von der Sowjetarmee. In Gotha, meiner Geburtsstadt, gab es ein ganzes Wohngebiet für ihre Angehörigen. Das war nicht irgendwie abgesperrt, aber dort durfte ich mich nicht aufhalten. Warum, sagte mir niemand. Ich verstand das nicht und wenn ich nachfragen wollte, sagten meine Eltern sofort, das verstehst du noch nicht oder das wirst du später verstehen. Der Ausdruck ihrer Gesichter sagte mir deutlich, dass weiteres Nachfragen zu unterbleiben hat. Und so wurde die Provinz Ostpreußen mit ihren von der Urgroßmutter geschilderten wunderschönen Stränden, dem Bernstein, den man am Meer überall finden konnte, zur sagenumwobenen Landschaft, die man tief in sich trug, über die man aber nicht sprechen durfte. Das erste große Tabu meiner Kindheit war also Ostpreußen, die Flucht vor den Russen, die Flüchtlingsexistenz meiner Mutter und ihrer Schwestern, die darüber ebenso wenig sprachen. Alles hatte in meinem Kopf stattzufinden. Das Gedächtnis meiner mütterlichen Familie lag sozusagen in der Luft, im Unausgesprochenen. Und die wenigen Bruchstücke, die den Weg über die Lippen meiner Urgroßmutter fanden, wurden zu Ankern, an denen ich mein ganz eigenes Gedächtnis festmachte und mit Vorstellungen und Imaginationen versuchte, einen einigermaßen vollständigen Teppich zu weben, über den ich laufen konnte. Die väterliche Seite meiner Familie stammte aus Thüringen. Unter den Vorfahren finden sich außerordentlich viele Pfarrer, Kantoren und Lehrer. Auch mein Vater war Lehrer geworden. Und wenn wir miteinander unterwegs waren, erklärte er mir nicht nur die Kant-Laplace'sche Nebulartheorie, sondern unterhielt sich und mich mit ungezählten Gedichten, Sprüchen, Wortverdrehungen. Wir buchstabierten Worte rückwärts und sprachen auch so, in einer Geheimsprache sozusagen. Wir machten Schüttelreime und Anagramme. Kurz, den genussvollen und spaßbetonten Umgang mit Sprache lernte ich im Handumdrehen und ganz nebenbei von meinem Vater. Damit war der Grundstein gelegt für das Dichten im Kopf, das sich durch Kindheit und Jugend zog und auch danach nicht aufhörte. Ich schrieb, weil ich dabei schweigen konnte und trotzdem das ausdrücken, was ich fühlte und sagen wollte. Es wurde zu meiner Art der Selbstvergewisserung und des ganz ursprünglichen Ausdrucks. So sehr gehörte ständiges Schreiben zu mir, dass ich mir niemals hätte vorstellen können, damit einmal mein Brot zu verdienen. Ich schrieb immer, ständig, egal wo ich war. Das heißt, ich brauchte keinen Stift und kein Papier dafür. Die Texte, zunächst ausschließlich Gedichte,
entstanden im Kopf und blieben auch dort, bis ich Zeit fand, sie aufs Papier zu bringen. In einem Sommerferienlager an der Ostsee zwischen 7. und 8. Klasse, ich war 13 Jahre alt, erwischte mich ein Deutschlehrer bei einem solchen Aufschreiben und er war so begeistert, wie ich entgeistert war über diese Entdeckung. Nun gab es in der DDR seit den 70er Jahren die sogenannte durchaus staatlich sanktionierte Poetenbewegung. Junge Leute, die schrieben, konnten ihre Texte in jedem der 15 DDR-Bezirke an eine Jury schicken und aus den begabtesten der jungen Leute wurden die ausgewählt, die zum zentralen Poetenseminar der DDR nach Schwerin geschickt wurden. Ohne mein Wissen schickte der Deutschlehrer meine Gedichte an eine solche Jury und ich wurde tatsächlich ausgewählt und geriet mit knapp 15 Jahren zum ersten Mal in ein solches Poetenseminar. Scheu und schüchtern, ein richtiges Provinzei, erlebte ich dieses Poetenseminar als einen Schritt in die große Welt der Dichtung. Denn richtige Dichter arbeiteten als Seminarleiter oder hielten Lesungen ab, darunter solche, deren Lyrik ich heute durchaus als Weltliteratur bezeichnen würde. Ich nenne nur Volker Braun. Für mich war das ein unverhoffter Beginn eines Zusammentreffens mit Gleichgesinnten, die sich irgendwann in der kleinen DDR alle kannten und manche Freundschaften überdauerten sage und schreibe 40 Jahre bis heute. Natürlich versuchte die DDR, uns als junge Schreibende zu instrumentalisieren und sicher fielen wir hin und wieder darauf herein. Aber es war unter den jungen Schreibenden doch ein Gefühl der Obrigkeitsferne und des Aufruhrs gegen Parteihörigkeit zu beobachten. Wir hakten uns unter und machten unser Ding. So einfach ließen wir uns nicht verpflichten. In dieser Gemeinschaft lernte ich zum ersten Mal etwas Widerständiges kennen. Übrigens fanden diese zentralen Poetenseminare damals im Schweriner Schloss statt. Heute sitzt dort die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern. Und noch immer berührt es mich warm, dass damals junge Leute tatsächlich denken konnten, es sei für eine Woche ihr Schloss. Wir bewegten uns ganz frei durch Innenräume und Gärten, tanzten wild nach Hare Krishna-Gesängen und trugen total verrückte Hippie-Klamotten. Für mich war es wie eine Auszeit aus der provinziellen Enge meiner Kleinstadt in Thüringen. Und die Erfahrung mit meiner Lust am Schreiben nicht allein zu sein, ließ mich umso sehnsüchtiger auf den nächsten Sommer warten, um wieder nach Schwerin fahren zu können. Ohne diese Schweriner Poetenseminare hätte ich mich bei meiner scheuen und schüchternen Persönlichkeit sicher nicht getraut, mit dem Schreiben an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich habe meinem Deutschlehrer zu danken, dass er sich des einsam am Strand der Ostsee übers Papier gebeugten Mädchens annahm. Dass das Schreiben einmal mein Beruf werden könnte, lag jedoch noch immer genauso fern wie in der Kindheit. Und ich begann erst einmal Psychologie zu studieren, was ich 1981 abschloss. Inzwischen gab es die ersten Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien. Und 1982, ich war 24, erschien mein erstes eigenes Gedichtbändchen im Berliner Verlag Neues Leben. Dass ich vorerst nur Gedichte schrieb, hatte vor allem mit meiner Lebenssituation zu tun. Ich hatte im dritten Studienjahr meine älteste Tochter bekommen, nach Studienabschluss die zweite. Ich lebte mit den beiden Mädchen allein. Ich hatte für unser Auskommen zu sorgen und arbeitete natürlich in Vollzeit als Psychologin, während die Töchter in Krippe und Kindergarten waren. Wenn ich auf dem Fahrrad dorthin unterwegs war, wenn ich kochte und Windeln wusch, entstanden Gedichte, die ich irgendwann, wenn die Kinder im Bett lagen, aufschrieb. Für Prosa hätte die Zeit einfach nicht gereicht. Aber mein Gedächtnis machte gemeinsam mit meiner Vorstellungskraft weiter damit, die Bruchstücke aus der Geschichte meiner mütterlichen Familie in einen Teppich hineinzuweben. Im Kopf entwarf ich etwa Mitte der 80er Jahre einen Roman, schrieb, als das dritte Kind geboren war, dessen Vater ich auch geheiratet hatte, die ersten 30 Seiten und reichte sie gemeinsam mit einem zweiseitigen Exposé bei meinem Verlag ein. Nach dem Treffen mit dem Cheflektor war es für mich entschieden, der Roman würde in der DDR nicht erscheinen können. Die beiden Hauptheldinnen, eine junge Arbeiterin in einer Kalenderfabrik und deren Urgroßmutter, sollten sich zum Ende des Romans mit einem selbstgenähten Ballon in die Lüfte erheben. Ich hatte nicht vor, zu sagen, wohin, aber schon das war zu viel.
In einer Zeit, in der sich Menschen bemühten, die DDR auch auf illegalem Weg zu verlassen, war solch eine Aussage nicht möglich. Ich machte keine Konzessionen, flüchtete aber vor der Weiterarbeit an diesem Roman in meine vierte Schwangerschaft. Er trieb sich hingegen in meinem Kopf selbst voran, wucherte und waberte über Jahre hinweg, bis ich ihn nach 1994, ich war inzwischen freiberufliche Autorin geworden, endlich zu Ende schreiben konnte. Das geschah in einem nahezu rauschhaften Zustand. Zu den 30 Seiten von vor 10 Jahren schrieb ich in kurzer Zeit 400 weitere hinzu. Und es entstand ein Bilderbogen, der sich von Ostpreußen zu Beginn des letzten Jahrhunderts über Litauen, Kirgisien, die USA oder Westdeutschland bis in die Zeit nach der Wende erstreckte, hauptsächlich aber im Jahr 1976 spielte. Es geht in diesem Roman nicht mit rechten Dingen zu. Es geschehen unglaubliche Sachen. Die Hauptheldin, Josefa Schlupfburg, erwartet ein Kind, das schwarz-weiß gefleckt zur Welt kommen wird. Und um diesem Kind eine Geschichte zu geben, geht sie die 9 Monate ihrer Schwangerschaft lang auf eine magische Reise mit ihrer Urgroßmutter Therese, mit der sie die Wohnung teilt. Zurück in die Familiengeschichte. Auf einer imaginären Leinwand, die sich nach dem Aussprechen eines Codewortes in Küche oder Wohnzimmer aufspannt, erleben die beiden Frauen Geschehnisse, die sich während des letzten Jahrhunderts abgespielt hatten, noch einmal oder auch zum ersten Mal, auf jeden Fall aber neu und anders als bisher in ihrem Gedächtnis verankert war. Und auf diese Weise kommen sie zu neuen, anderen Einsichten in die Zusammenhänge ihrer Familiengeschichte. Die wird hier ganz aus weiblicher Perspektive erzählt, das war mir wichtig. Es ist ein Gegenentwurf zu männlicher Geschichtsschreibung, bei der es um die Abfolge von Kriegen und Auseinandersetzungen unter politischen und militärischen Aspekten geht. Was aber geschah jenseits der großen Schlachten des Ersten und Zweiten Weltkrieges? Welche Auswirkungen hat das männliche Agieren auf die Frauen, die zu Hause ihre Kinder durchzubringen haben? Und wie verhalten sich die Frauen selbst in diesen Zusammenhängen? Dabei geht es nicht darum, die Frauen nur als Opfer männlicher Herrschaftsstrukturen darzustellen. Vielmehr möchte ich ihr Handeln auch als angepasst als an die männlich dominierten Strukturen beschreiben und durchaus zeigen, wie Frauen ihre Herrschaft in Haushalts- und Familienangelegenheiten nutzen, genau solche Männer hervorzubringen, für die Frauen entweder nicht mehr sind als Heimchen am Herd, die dazu da sind, Männerleben erträglicher zu machen, oder aber sie in Macho-Manier als heilige Mütter darzustellen, vor denen man Respekt zur Schau trägt, aber nicht wirklich aufbringt. Es geht um die Rekonstruktion eines weiblichen Gedächtnisses, das jenseits der männlichen Geschichtsschreibung sozusagen unbeachtet existierte und existiert. Ihre Reise zurück in die Familiengeschichte nennen Josefa und Therese die Gunnar-Lennefsen-Expedition, die dem Buch den Titel gab. Und ich möchte Ihnen die erste Etappe der Expedition nun vorstellen. Jetzt geht es los. Ella va a leer en alemán y yo voy a leer primero yo, de acuerdo. No sé si estoy hablando muy alto porque tengo esto puesto. Bueno. Disculpar, sí. ¿Vuelvo a empezar o voy a, vamos a volver a empezar? 10 de marzo de 1976, primera etapa de la expedición Gunnar-Lennefsen, lema en el diario de la expedición, Zueco de Madera. El primer día de la expedición coincide con la tarde del octavo día de embarazo. Josefa añade al equipaje una breve edición de cartas escritas en la prisión a principios del siglo por una mujer coja, afiliada al movimiento socialdemócrata, y una foto de periódico de una joven judía desnuda a quien un soldado, al parecer igual de joven y vestido con uniforme alemán, lleva del brazo a su futura tumba, que se encuentra situada en Kovno, en lituano Kaunas. Estas cosas le parecen imprescindibles a Josefa y parece que también están en su equipaje cuando meses más tarde sobrevuela varias fronteras con la nave aérea. Ambas mujeres inauguran con una copa de coñac la expedición Gunnar-Lennefsen,
esperando avanzar con ella hasta el extremo norte de su memoria femenina, donde las capas de hielo son más espesas, donde las masas heladas flotan de un lado a otro y obligan a toda visión que pudiera emerger a la superficie a sumergirse rápidamente. Donde no sirve de nada las pieles más gruesas si no se está preparado para luchar por la supervivencia. Josefa y Thérèse se habían leído mutuamente en los ojos el nombre de la expedición. Les parece apropiado como palabra clave, porque tiene un timbre nórdico, porque entre las vocales hay agazapados nombres como Scott, Amundsen, Barents y Zeppelin, que al fin y al cabo acometieron enormes empresas. Aunque Gunnar Lennefsen no haya existido nunca, surge como legitimación de una aventura femenina que pretende crear una historia para el niño que está creciendo en el vientre de Josefa. Al principio, la expedición avanza a buen ritmo. Con el lema, Zueco de madera, Thérèse deja que en el cuarto de estar entre libremente la muerte de su hermano Paul. La vieja historia, que viene con las nieblas del año 1914, se abre sobre la pantalla imaginaria que hay en el centro de la habitación. Josefa ve el pequeño cobertizo en el que almacenan madera los padres de Thérèse y que se encuentra sin lugar a dudas en el antiguo domicilio de los Schlupfburg en Leckenslinsken, Prusia Oriental. Paul, de 17 años y hermano de Thérèse, está apilando troncos para formar una leñera mientras que sus 8 hermanos menores juegan en el patio vigilados por Thérèse la mayor. Pero en realidad, ese día Thérèse no dedica una sola mirada a los pequeños, en cambio es todo oídos para Paul, el apilador de troncos. El aire de aquel día de comienzos de verano huele a carne quemada, a mucosidad femenina y a puré de zanahorias. Entre todo ello flota un olor desconocido para Thérèse que le impide respirar. Se pone a toser. En su ahogo tiene la visión de la muerte de su hermano Paul por quemaduras internas y sabe que una estela de gas venenoso ha atravesado su propio pensamiento. Lo que no sabe es que serían las Badischen Anilin und Soda Fabriken las que, después de haber probado el gas mostaza de fácil producción en conejos bastante inocentes, arrojarían grandes cantidades de ese veneno sobre los campos de batalla de la Guerra Mundial. Asustada por las imágenes que presentaban con crudo realismo la muerte del hermano, Thérèse se quita de pronto el pesado zueco de madera del pie izquierdo y en un estado de sabia inconsciencia lo lanza hacia la ventana sin cristales del cobertizo, al otro lado de la cual su querido hermano sigue cortando y apilando troncos. A los pocos minutos del aterrado grito, el padre y un vecino al que han ido a buscar llevan por la puerta de la granja el cadáver sonriente de Paul, de cuya boca sale un hilillo de sangre. 3 días después, un costoso ataúd desciende al fondo de la tierra de Leckenslinsken. Thérèse, que echa silenciosamente un puñado de arena en la herida abierta del cementerio, está libre de toda sospecha. En el cabello de Paul, en la piel que ha quedado ilesa, el médico ha descubierto huellas de una herida producida por un objeto obtuso, que parece ser el mango del hacha con la que trabajaba el joven. El zapato de madera de Thérèse escapó a la atención general. Después de rebotar contra la cabeza de Paul, salió despedido otra vez por la ventana del cobertizo y fue a detenerse a pocos pasos de Thérèse. Hasta la expedición Gunnar Lefesen, Thérèse no había podido comprender, no había podido retener lo sucedido. Josefa, que comenta lo que va pasando en la pantalla imaginaria, pide un descanso. Está hambrienta. El hambre se adelanta a una gran náusea que parece tener origen en el hecho de que el agua empieza a condensarse en los pulmones. Thérèse saca del tarro de pepinillos trozos de pan tostado al horno y los espolvorea con queso rallado. Cuando Josefa quiere cogerlos, ve en su mano el zueco de madera con el que Thérèse mató antaño a su hermano Paul para impedir que muriera entre los atroces sufrimientos de los gases venenosos. Pero entonces la vieja llora desconsoladamente sobre las páginas del diario de la expedición. Más tarde, Josefa cree observar que la piel y los músculos de Thérèse se tensan, que los apergaminados pechos se enderezan formando cúpulas juveniles, que el cabello cano adquiere un vivo tono castaño y que los dedos agarran ágilmente la mano de Josefa. Es esa misma Thérèse la que en la foto de la cabecera de la cama sonríe al futuro desde los primeros años de la guerra,
un futuro que es también presente, ese primer día de la expedición Gunnar Lennefsen. Josefa le frota a Teres las sienes y el esternón, que se levanta y se hunde al compás de los sollozos, con un bálsamo vietnamita que puede comprarse en las droguerías para alivio de diversos dolores. Teres dicta a Josefa con frases concisas los pormenores recién rememorados de la muerte de su hermano Paul. Poco a poco su mente regresa a esa primera noche ya comenzada de la expedición. Con tal retorno, su cuerpo vuelve a ser el de una vieja. Josefa pone el diario de la expedición bajo la almohada de Teres antes de llevarla a la cama, de ponerle sobre la lengua una rajita de manzana y de prometer una conversación para la velada siguiente, puesto que ella no está muy segura de que la anciana sea capaz de afrontar un viaje tan lleno de peligros. Soll Ihnen das jetzt auch noch auf Deutsch vorlesen, damit Sie den Klang der deutschen Sprache hören? Vielleicht geben Sie mir ein Zeichen, wenn Sie nicht mehr hören wollen. März 1976, erste Etappe der Gunnar Lennefsen-Expedition, Stichwort im Expeditionstagebuch, Holzpantine. Der erste Expeditionstag fällt auf den achten Abend nach Eintritt. No, está leyendo, ella nos va a leer en alemán para que percibamos el sonido y el texto original y para que podamos seguir, hemos leído primero en castellano. Yo creo, Frauke, que no lea la totalidad del texto, tal vez un fragmento únicamente para que podamos percibir el estilo, el sonido de la lengua y hemos leído en castellano para que sin traducción podamos seguir. Y quedarnos solo con ese. Nos hemos quitado el cuidado del argumento para disfrutar del estilo. 10. März 1976, erste Etappe der Gunnar Lennefsen-Expedition, Stichwort im Expeditionstagebuch, Holzpantine. Der erste Expeditionstag fällt auf den achten Abend nach Eintritt der Schwangerschaft. Josefa packt zum Vorbereiteten eine kleine Ausgabe von Briefen, die eine hinkende, der sozialdemokratischen Bewegung angehörende Frau zu Beginn des Jahrhunderts aus dem Gefängnis geschrieben hatte und ein Zeitungsfoto, das eine junge, nackte Jüdin zeigt, die von einem anscheinend ebenso jungen, deutsch uniformierten Soldaten am Arm geführt wird, zu ihrem späteren Grab, das sich in Kovno, dem litauischen Kaunas, befindet. Diese Dinge erscheinen Josefa unentbehrlich und sie sollen auch in ihrem Gepäck stecken, als sie Monate später mit dem Luftschiff mehrere Grenzen überfliegt. Mit einem Glas Cognac eröffnen die beiden Frauen die Gunnar Lennefsen-Expedition, mit der sie in den äußersten Norden ihrer weiblichen Gedächtnisse vorzudringen hoffen, dorthin, wo die Vereisungen am dicksten sind, wo das Packeis treibt und vereinzelt auftauchende Visionen rasch zum Untertauchen zwingen. Dorthin, wo der dickste Pelz nichts nützt, wenn man nicht eingerichtet ist auf einen Überlebenskampf. Den Namen des Unternehmens hatten Josefa und Therese einander von den Augen ablesen können. Er erscheint ihnen als geeignetes Codewort, weil er mit nördlichem Klang daherkommt, weil Männer wie Scott, Amundsen, Barents und Zeppelin zwischen den Vokalen hocken, die immerhin enorme Vorstöße gewagt hatten. Wenn Gunnar Lennefsen auch zu keiner Zeit existiert haben mochte, so ersteht er doch als Legitimation eines weiblichen Aufbruchs, der vorhat, dem in Josefas Bauch wachsenden Kinde eine Geschichte zu schaffen. Das ist erst der Anfang. Die magische Kraft der Expedition setzt auch im anderen Teil Deutschlands, jenseits der im Jahre 1949 anscheinend endgültig befestigten Grenze, Dinge in Gang, die unglaublich scheinen. Geschildert wird im Folgenden die Geschichte einer großen Sippe, die sich über Ost- wie Westdeutschland verteilt. Es finden sich Menschen wieder, die einander auf der Flucht aus Ostpreußen verloren gingen. Alte Frauen bekommen Kinder, deren Embryonen jahrzehntelang in den Gebärmüttern schlummerten und erst durch die Energie der Expedition wieder erwachen und ihr Wachstum aufnehmen. Sie haben nicht selten mehrere Väter, einen biologischen, einen juristischen und einen romantischen. Bilder vom DDR-Staatsobersten beginnen zu sprechen und mit roter Grütze um sich zu spucken und eine 1930 zum ersten Mal geborene Russin, die schrumpft, statt zu wachsen,
und sich schließlich in verschiedenen Männern und Frauen einnistet, um mehrere Male geboren zu werden, wird schließlich im sowjetischen Kaliningrad, dem früheren ostpreußischen Königsberg, mithilfe der Fotografie in ihr Ober- und Unterteil geteilt, die fortan allein durchs Leben kommen müssen. Sie denken, ich bin verrückt? Vielleicht. Aber das Buch ist tatsächlich in einem Rausch entstanden, den ich nicht reproduzieren kann. Es ist nicht einfach die Wirklichkeit, die ich abbilde, es ist vor allem die der Realität innewohnende Möglichkeit, die mich interessiert. Realität ist auch bei meiner Art, Romane zu schreiben, schwer zu fassen. Ich entwerfe Bild um Bild vor meinem eigenen inneren Auge und kann nicht wissen, ob und wie sich diese Bildfolge vor dem inneren Auge des Lesers entrollen wird. Manchmal werde ich gefragt, in welchem Prozentsatz sich Biografie und Fiktion in meinen Romanen zueinander verhalten. Ich habe keine Angst vor dieser Frage, auch wenn ich sie nicht umfassend beantworten kann. Aber ich habe Ihnen ja schon erzählt, wie sich die Bruchstücke der Erzählungen meiner Urgroßmutter zu meiner erlebten Wirklichkeit als Kind ins Verhältnis gesetzt haben, wie Realität und Fiktion sich gegenseitig vorantrieben und aneinander abarbeiteten. Jeder Schriftsteller nimmt Erlebtes, also Gesehenes, Gehörtes, Getastetes, Gerochenes und Geschmecktes, so oder so als Ausgangspunkt für sein Tun, entwickelt die Fiktion sozusagen in den Zügeln der Realität. Es wäre ein fleischloses Schreiben, das ohne die Qualitäten der Wahrnehmung auskommen müsste. Insofern fließen in jeden Roman Erlebnisse des Schriftstellers ein. Thomas Mann zum Beispiel schrieb Die Buddenbrooks, ohne den Namen seiner Heimatstadt Lübeck zu erwähnen, auf der Grundlage seiner eigenen Familiengeschichte. In Lübeck kursierten daraufhin sogar Entschlüsselungslisten, die von Buchhandlungen an ihre Kunden ausgehändigt wurden. Die Entrüstung ist vorstellbar. Thomas Mann verteidigte das Recht des Schriftstellers. Frag nicht immer, wer soll das sein? Sag nicht immer, das bin ich, das ist jener. Es sind nur Äußerungen des Künstlers, gelegentlich eurer. Stört nicht mit Klatsch und Tratsch und Schmähungen seine Freiheit, sagt er in einem 1906 erschienenen Essay. Nun ist Thomas Mann von anderem Kaliber als ich, aber ich nehme schon für mich in Anspruch, mit ihm konform zu gehen, was diese Entgegnung betrifft. Darüber legt sich ein Schriftsteller keine genaue Rechenschaft ab. Er schreibt und entkommt dem Anlass des Schreibens mehr und mehr im Zuge der Arbeit. Jedoch geht es, wenn man an biografischen Linien wandelt, nicht nur um die eigenen Koordinaten, sondern auch oft auch um die anderer Personen. Das gilt weniger für die Phase des Schreibens, da die Fantasie Gesehenes und Erlebtes mit Vorgestelltem in Einspflicht zu einer Fiktion, als für die nachgeschaltete Phase des Wieder- und Wiederlesens, der Überarbeitung, während derer es natürlich passieren kann, dass man einer Figur das Haar färbt und radikal kürzt, ihr eine Brille aufsetzt und sie ziemlich dick werden lässt, um sie unverwechselbar zu machen mit einer Person aus dem realen Umfeld, von der man natürlich weiß, dass man sie weder da noch ausgestellt hat, die aber für einen Moment, als man nach einem Bild suchte, für eine Figur genau in jener Ecke herumstand, in die man hineinsah beim Schreiben. Zumindest mir geht es häufiger so. Und es kommt vor, dass ich die Wesensart realer Personen in ihr Gegenteil verkehre, um sie unkenntlich zu machen, während ich mich an ihrem Äußeren aufhalte wie an einem Drehbuch. Und ehrlich, so genau will ich das alles gar nicht wissen, was da mit mir passiert beim Schreiben. Will dem Unbewussten nicht ins Handwerk pfuschen, dem ich einen ziemlichen Stellenwert zumesse in meiner eigenen Arbeit. Das geht so weit, dass ich es machen lassen möchte, was es will, das Unbewusste, und mich ihm überlassen, was dazu führen kann, dass ich eben in einen Schreibrausch gerate und nicht mehr aufhören kann, gar nicht richtig weiß, was ich da tue und mich hinterher nur wundern kann, dass das, was dazwischen die Buchdecke gelangte, etwas mit mir zu tun haben soll. Es ist mir fremd. Jedes meiner Bücher, jedenfalls war das bislang bei der Prosa so, ist mir nach dem Abschluss fremd gewesen. Und oft nehme ich dann, wenn nach dem Erscheinen die Phase öffentlicher Lesungen beginnt, ganz erstaunt wahr, wozu es mich getrieben hat. Hinzu kommt, dass ich dann aber auch ein völlig unzutreffendes inneres Bild von meinen Romanen entwickle.
Ich kann nach einiger Zeit ja beinahe auswendig, was ich auf Lesungen wieder und wieder vortrage, und wundere mich zuweilen, warum die Leute dafür ein Interesse zu haben scheinen. Lese ich dann aber nach der Lesung weiter in meinem eigenen Buch, so bin ich sehr überrascht, ob der gedanklichen Fülle, zu der ich mich im Normalzustand für unfähig halte. Vielleicht ist es beim Schriftsteller so, dass er mit dem Gebrauch von Worten durch den schwarz auf weiß gesetzten autoritären Duktus auf ein Resonanzfeld beim Leser trifft und dass der Leser sich diesem Resonanzfeld nur zu gern überlässt. Dass der Schriftsteller, indem er Leute, wohlgemerkt für die Dauer einer Lektüre, auf seinen Wortgebrauch einschwört, sie zufrieden, erfüllt, beseligt machen kann durch sein Exempel, sein Durchspielen, sein hoffentlich besonderes Veranschaulichen der gedanklichen Möglichkeiten von Realität. Wenn ich das Wort autoritär gebraucht habe, so ganz bewusst, und ich komme damit zu einem weiteren wichtigen Punkt, der mich in unserem Zusammenhang interessiert. Ich erlebe den Akt des Schreibens zunehmend als autoritären Akt, indem er darauf abzielt, sein Ergebnis auf Papier gedruckt gegen Geld eintauschbar zu machen. Nehme ich das Eintauschen gegen Geld ernst, führte ich vielleicht offene oder versteckte Fäden mit Konkurrenten aus, in denen es darum geht, die Aufmerksamkeit für mein Buch unredlich zu heben. Ich bin froh, dass ich darauf nicht komme, aber andere Schriftsteller tun das, auch Kollegen aus meinem Verlag. Und es macht sie ja nicht einmal zu schlechteren Schriftstellern. Aber es macht das Schreiben eben zu einem autoritären, geheimniskrämerischen Akt. Das war ja natürlich schon lange Zeit, aber mir ist das letztendlich erst aufgegangen durch das Arbeiten am Laptop und die Möglichkeit unmittelbarer Kommunikation über das Internet. Und auch da bin ich durchaus altmodisch. Ich blogge nicht, aber ich stöbere in Blogs. Ich schätze E-Mail, aber ich bin keiner Plattform zum gemeinschaftlichen Entwickeln einer Internetpoetik beigetreten. Das UBU-Web des amerikanischen Poetikprofessors Kenneth Goldsmith befolge ich interessiert, aber des Englischen nicht mächtig genug, als dass es für einen tatsächlichen Einstieg reichte. Für Goldsmith ist jedes Wort gleich wichtig. Kreativität betrachtet er als leer gewordenen Begriff. Er erfüllt durch unkreatives Schreiben, also durch Stehlen, Copy and Paste, Plagiat, tausende Seiten und versucht, das Buch als solches ad absurdum zu führen, zugunsten einer zeitgemäßen Ausdrucksweise, in der es nicht mehr darauf ankommt, einen Leser gewissermaßen autoritär durch ein Werk zu führen und ihn staunen zu lassen. Es geht nicht mehr um Lesen, um im analogen Sinne Wert- und zeitkontinuierliches Nachvollziehen der Schöpfung eines anderen. Heute geht es um Skimming, um schnellstes Erfassen von Grundzügen eines Textes, der nicht um eigene, sondern um fremde Emotionen, die womöglich als eigene auszugeben sind. Ein Wort steht neben dem nächsten und es ist egal, welches zuerst da war. Wenn ich auch den Aufwand scheue, mich sozusagen auf meine alten Tage nochmals ganz neu zu orientieren, so stehe ich doch ziemlich aufgeschlossen den Veränderungen gegenüber, die das Digitale mit sich bringt. Wir werden staunen und es steht uns, glaube ich, nicht zu, darüber den Stab zu brechen. Natürlich bin ich besorgt, wenn ich gestehe, dass mein 17-jähriger Sohn kein Buch liest, buchstäblich keins. Das ist das neue Lesen, eben nicht zu lesen, sagt Goldsmith. Man bekommt eine Information und geht zur nächsten. Mein Sohn skimmt mit ungeheurer Schnelligkeit. Was ich bedauere, ist doch eigentlich, dass ich das nicht kann, oder? Ich merke, ich taumle, bin unsicher. Ich halte es für einen situativen Zwang, mit der Tatsache umzugehen, dass die nächsten Generationen vieles anders oder gar nicht verstehen werden, was uns derzeit noch wichtig ist. Und sie werden womöglich eine andere Art und Weise haben, sich zu verständigen. Ich plädiere dafür, das zumindest einzurechnen, denn die heutigen Umbrüche der Kulturtechniken gehen ungleich schneller vonstatten als zum Beispiel vor 200 Jahren. Der heutige Buchausstoß ist so enorm, dass ich mich zuweilen schon bänglich frage, ob ich daran wirklich teilhaben will. Der unendlichen Zahl von Büchern steht die Tatsache gegenüber, dass das Lesen, aber ebenso die Art des Miteinandersprechens, sich so rasant ändern, dass wir zuschauen, besser zuhören können
und dass das Buch als stofflicher Körper diese Veränderungen überstehen kann, wage ich zu bezweifeln. Dass digitale Kommunikation, aber auch was die Produktion von Literatur betrifft, eine riesige Chance sein kann, dafür haben wir noch gar keinen rechten Begriff. Literatur wird vielleicht eines Tages ganz auf ihren autoritären Zug verzichten können und Lebensmittel werden, mit dem ich den Tag beginne, ungeduldig erwartend, wie der Gesprächspartner aus Übersee das Frühstücksgedicht, zu dem es mich heute trieb, erweitert hat. Das war eigentlich schon mein Vortrag. Ich wollte Ihnen zum Abschluss noch ein Kapitel aus meinem Roman Die Gunnar Lenzen-Expedition vorstellen, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen. Ist das nicht ein bisschen, vielleicht einen kleinen? Oh ja, short fragment, all right. 7 de abril, perdón. 7 de abril de 1976. Cuarta etapa de la expedición Gunnar Lenefsen. Lema en el diario de la expedición, caja de botones. Después de un baile vivificante, las dos mujeres se abrazan, se cimbrean en la cocina hasta que cae la noche, hacen un hervido de patatas con cebollas y mantequilla y se aíslan del mundo corriendo las cortinas de la cocina y cerrando los párpados. Thérèse por fin en la butaca orejera, Josefa acurrucada junto a los bagajes de la expedición. Gunnar Lenefsen llama. Thérèse responde con la palabra caja de botones que hoy no puede pronunciar, sino que la dibuja con queso rallado en el parqué artificial. Al punto se abre la pantalla imaginaria, se oye un ruido y el contenido de una voluminosa caja de botones cae por el suelo de la habitación, desordenando las palabras de queso rallado. La caja se le ha caído de las manos a Carola Hebenstreit, de soltera Wilczynski, cuando de su vientre repentinamente abierto sale una pareja de mellizos escasos de peso. Es el 27 de enero de 1925, en el suelo encerado del pequeño comercio de la Hochstrasse de G, desde hace 2 años propiedad de los botoneros Carola y Roman Carlo Kevenstreit, que lo han abierto al nuevo día 10 minutos antes. Hay una bolsa amniótica expulsada toda entera y en ella se distinguen difusamente 2 criaturas diminutas. La madre, chorreando sangre, saca de un cajón que tiene al alcance una aguja de hacer punto y abre la bolsa. Saca de ella a sus hijas, ata bien los cordones umbilicales con los cordones de sus botines, los separa de la común placenta cortándolos con una navaja para descoser y cae desmayada cuando el marido, cogido totalmente por sorpresa, saca de los anaqueles una toalla tras otra y en medio de los bajidos de las niñas empieza a envolverlas. Muy bien, ahora abrimos el turno de preguntas. Tal vez empieza desde la mesa Frauke o, en fin, lo dejamos así. Yo creo que para las preguntas vamos a tener que utilizar un micrófono de sala para que las traductoras puedan oír. ¿Quién rompe el hielo? Tal vez desde la mesa, Frauke. Bien. Primero en alemán. Welche Beziehung und welchen Unterschied sehen Sie in Erzählung, Erinnerung und Gedächtnis? Haben Sie jetzt gefragt, welche Gemeinsamkeiten, welchen Unterschied oder nur welchen Unterschied? Beides. Welche Beziehung und welchen Unterschied? Ja, ist da? Vale. Zwischen Gedächtnis? Gedächtnis, Erinnerung und Erzählung. Erzählung, Erinnerung, Gedächtnis. Das ist eine schwere Frage. Ja. Also das Gedächtnis ist, glaube ich, etwas, was den Menschen konstituiert und was auch ohne sein, also möglicherweise ohne sein großes Zutun da ist, was auch über weite Strecken sich unbewusst bildet, während Erinnerung für mich der tatsächlich bewusste Prozess des Erinnerns ist. Und die Erzählung darüber
ist dann das, was, also reden wir von der literarischen Erzählung? Ja. Ich weiß es nicht so genau, was Sie meinen. Also eine literarische Erzählung verarbeitet, ich glaube, aus dem Gedächtnis durch die Erinnerung hervorgeholte Brocken zu einem nicht mit der Realität unbedingt in vielen Aspekten übereinstimmenden Bild und zu einer Erzählung, die sich über Gedächtnis und Erinnerung erhebt und etwas ganz Eigenes wird. Ja, das Thema Erinnerung und Gedächtnis ist im Moment hier in Spanien sehr, sehr aktuell und in Ihren Büchern geht es ja auch um Gedächtnis und Erinnerung. Und besonders in dem Buch, über das Sie heute nicht gesprochen haben, geht es ja um die, das Wiedererinnern, das ein Gedächtnis haben und anfangen, sich wieder zu erinnern. In dem Buch Du stirbst nicht. Mhm. Und deswegen dachte ich, dass das eine Frage an Sie ist. Ja, aber wenn wir jetzt über dieses Buch sprechen, dann müsste ich ja noch eine ganz lange Geschichte jetzt erzählen. Das ist, sprengt vielleicht doch etwas den Rahmen. Ja, aber in diesem Buch geht es ja auch um sich erinnern. Das geht sehr stark um sich erinnern und das, was dabei herauskommt, das hat ja mit der Realität gar nicht viel zu tun, außer dass es die Realität zum Anlass genommen hat, eine Erzählung zu produzieren. Aber auch die Erinnerung an etwas setzt ja im Gedächtnis keine Realität frei. Die Realität wird ja durch das Gedächtnis und die Erinnerung gebrochen und verändert sich. Und an Dinge, an die ich mich erinnere, die vor, sagen wir, 40 Jahren stattgefunden haben, die haben natürlich vor 40 Jahren so stattgefunden. Vor 30 Jahren habe ich mich auf eine andere Weise daran erinnert als vor 20 Jahren. Und heute erinnere ich da wieder andere Dinge daran, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, ich weiß noch ganz genau, was damals war. Aber das ist halt nicht die Realität, die Erinnerung ist und das Gedächtnis sind immer Überformungen von Wirklichkeit, von gegebenen Prozessen und selbst im Prozess des Stattfindens. Also wenn man etwas erlebt, an das man sich eines Tages erinnern wird, nimmt man ja nur bestimmte Aspekte wahr. Man sieht ja keine Sache auf der Welt aus allen möglichen Perspektiven. Und deswegen finde ich auch, dass es ganz wichtig ist, wenn sich mehrere Menschen, wenn sich Gruppen von Menschen an bestimmte Sachen erinnern, weil jeder einen anderen Aspekt dazu beizutragen hat. Und auf diese Weise kann möglicherweise eine viel gültigere und umfassende Erinnerung zustande kommen, als aus einem einzelnen Kopf mit seinem ganz speziellen Blick. Sí, a mí, quita por favor, Frank, si no te importa. A través de los fragmentos que hemos leído, me ha gustado mucho la imagen del gas tóxico que atraviesa el cerebro, ¿no? Que entra en la cabeza de la protagonista. Y quizá por continuar con la pregunta de Frauke, también la tensión en la memoria íntima entre la memoria voluntaria y la memoria involuntaria, que ya Proust nos coloca en eso. Hay recuerdos que vienen a nosotros y que nos asaltan, y recuerdos que tenemos que ir a buscar. Digamos, esa imagen del gas que entra en la cabeza es probablemente esa memoria que nos llega sin que necesariamente vayamos a buscarla, ¿no? Sí me gustaría que nos hablara un poco de eso, entre la tensión entre la memoria voluntaria y la memoria involuntaria. Also in dieser Textpassage, die wir gelesen haben, da ist es ja so, dass, also für mich ist da das Wichtigste gar nicht mal das Giftgas oder, das sind ja Fakten, die historisch stimmig sind. Es hat ja tatsächlich die BASF, die Badische Anilin- und Soda-Fabrik, Giftgas schon im Ersten Weltkrieg eingesetzt. Aber was die Hauptperson, eine der beiden Hauptpersonen, die Therese, tatsächlich vergessen hat, ist, dass sie ihren Bruder umgebracht hat. Also eigentlich hat sie ihn ja umgebracht. Aber aus einem guten
mit einem guten Anliegen eigentlich, um ihn zu bewahren vor dem elenden Gifttod, den er sterben sollte und den sie vorausgesehen hat mit ihrer magischen Kraft. Und ich weiß nicht, also das sind, wissen Sie, dieser Schreibprozess, der passiert bei mir tatsächlich in einem halb unbewussten Zustand. Und ich glaube auch, dass das Gedächtnis etwas höchstens halbbewusstes oder unbewusstes ist und dass man eben nur mit der bewussten Erinnerung vielleicht ein bisschen auf die Spur kommen kann. Aber was das Gedächtnis mit einem macht, das ist für mich eigentlich eine Sache, die ich gar nicht so genau ergründen kann. Würden Sie noch mal genau Ihre Frage wiederholen? No, yo creo que está ya contestada con esa idea de lo que se ha olvidado que de repente vuelve, ¿no? Ella ha querido olvidar algo, el fueco de madera y eso vuelve. Pero quisiera hacerle otra pregunta un poco en otro ámbito, ¿no? A mí me ha parecido muy, muy interesante el recurso y esa idea de la literatura, de lo mágico, en su literatura y en concreto en este libro de lo que no se ha hablado más. Y yo quería hacer una pregunta porque naturalmente estamos familiarizados con el valor de por ejemplo, líneas y corrientes literarias como el realismo mágico, no solamente en América Latina, sino también en Europa, ¿no? Esa idea de que hay realidades excesivamente complejas que son inaprensibles únicamente a través del realismo y que necesitan una dimensión fantástica o una dimensión mágica para poder ser representadas en toda su complejidad. ¿Tiene para usted también el recurso a lo mágico esa idea de que es la única forma de representar realidades demasiado complejas para reducirlas a una pura visión realista? Ja, das stimmt. Aber ich habe den Roman ja nun mittlerweile schon vor 15 bis 20 Jahren geschrieben. Und Sie müssen auch immer bedenken, ich bin keine professionelle Literaturleserin und Kennerin. Ich habe nie Literatur studiert. Ich habe keine germanistischen oder literaturwissenschaftlichen Vorstellungen. Ich wehre mich auch dagegen, solche zu haben. Und ich habe mein Leben lang sehr viele Gedichte gelesen, Prosa auch, aber als ich früher kleine Kinder hatte, hatte ich für Prosa gar nicht ausreichend Zeit. Also ich las zwar sehr schnell, aber eigentlich für meine Verhältnisse nie genug. Und was ich damals aber gelesen hatte und was mich sehr beeindruckt hatte, war natürlich Gabriel García Márquez und Günter Grass, der Butt oder die Blechtrommel, und dann auch eine DDR-Schriftstellerin, die heißt oder hieß, sie ist inzwischen schon gestorben, Irmtraut Morgner, die hat mehrere Bücher geschrieben, darunter eins, das heißt Das Leben der Troubadora Beatrice nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura. Und das ist auch ein Roman, der mit ganz magischem Realismus an diese Dinge herangeht. Und ich habe den tatsächlich naiv benutzt. Also ich habe mir das nicht vorgenommen, ich habe das einfach durch die Anregung, die diese drei Romane auf mich ausgeübt haben, habe ich das einfach gemacht. Aber als ich damit fertig war, wusste ich auch, dass das für mich damit erledigt ist. Also dass ich einen solchen Roman nicht noch einmal schreiben werde, das stand für mich auch fest, dass ich das gar nicht noch mal könnte. Und so steht dieser Roman doch ziemlich singulär an erster Stelle meiner erschienenen Romane. Auch die Art und Weise ist singulär, auch in meinem Schaffen. Meine anderen Romane sind dann schon sehr anders. Er ist für meine Begriffe viel zu voll und viel zu überbordend von verrückten Dingen. Das war aber damit zu erklären möglicherweise, dass es tatsächlich mein erster Roman war, den ich ganz aus dem Bauch heraus geschrieben habe, während ich später natürlich auch gelernt habe, wie man Romane richtig schreibt oder also in dem Sinne, dass man sie eben nicht so überfrachtet und nicht so voll macht. Und ich fand es auch sehr schade, dass in meinem Verlag dieser Roman auf so viel Begeisterung stieß, auch bei der Kritik,
dass ein richtiges Lektorat nicht möglich war. Also dass mein Lektor zum Beispiel hat gesagt, oh, das ist alles ganz toll, da streichen wir überhaupt nichts, lassen wir alles drin. Und heute, aus heutiger Sicht ist mir der Roman wirklich zu voll, zu barock in der Sprache. Ich hätte ihn gern schlanker gehabt, gerne. Aber ich stehe dazu, er war mein erster und er hat auch international ziemlich Erfolg gehabt. Der ist auch ins Spanische übersetzt, ins Französische übersetzt worden, ins Italienische, ins Holländische und kann mich darüber nicht beschweren. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. No sé si sabe explicarla bien la pregunta. Usted con los conocimientos como en psicología, sociología, y una novela, por ejemplo, como la que usted nos ha hablado, ¿cómo se cuaja, cómo se une la documentación y el conocimiento científico con ese mundo mágico o ese mundo inóptico a la hora de escribir y sobre todo a la hora de corregir o revisar lo escrito? Also als Psychologin aufgehört zu arbeiten, habe ich 1991. Das war ein ganz bewusster Entschluss, weil mein Mann in demselben Beruf gearbeitet hat und wir nachts nicht geschlafen, sondern unsere Fälle diskutiert haben. Also jeder hat erzählt, was er am Tag erlebt hat. Wir haben uns gestritten und es war furchtbar aufreibend. Wir kamen nicht zum Schlafen. Und ich wollte sowieso schreiben und habe dann zu meinem Mann gesagt, nee, ich lasse das jetzt sein. Ich mache keine Psychologie mehr, ich konzentriere mich jetzt ganz aufs Schreiben. Mein Mann hatte eine Stelle, die war ziemlich gut bezahlt im öffentlichen Dienst und das ging. Also am Anfang verdient man ja, wenn man zu schreiben beginnt, kein Geld. Also wirklich nicht, man kann davon eigentlich nicht leben. Aber das ging mit dem Geld meines Mannes bis zu diesem ersten Roman und seitdem der Roman erschienen ist, kann ich davon auch ganz gut leben. Aber als ich aufgehört hatte, als Psychologin zu arbeiten, habe ich auch diese, was Sie wissenschaftliche Erkenntnisse nennen, weit, weit weggeschoben, richtig vergraben in mir und möchte da auch keinen Zugriff mehr drauf haben. Natürlich ist die Basis gelegt und wenn man Menschen sieht, beobachtet, natürlich ist das grundiert durch ein Psychologiestudium, das ich nun mal gemacht habe, aber da ist nichts mehr. Selbst das Vokabular habe ich mir verboten. Also ich kenne schon viele Begriffe gar nicht mehr, weil ich damit einfach nichts mehr zu tun haben möchte. Denn nichts finde ich schlimmer, als eine psychologisierende Literatur zu schreiben. Literatur und Psychologie gehen für mich, also Psychologie als Wissenschaft und Literatur gehen für mich nicht zusammen. Das geht einfach nicht. Also ich versuche das außen vor zu lassen. Es grundiert meine Persönlichkeit, bestimmt verstehe ich viele Sachen als Psychologin, lege mir darüber aber keine Rechenschaft ab und hoffe, dass ich das noch ein paar Jahre so hinkriege. Mein Mann arbeitete noch lange als Psychologe und wir haben uns nie wieder über Fälle unterhalten, seit ich aufgehört hatte zu arbeiten. Buenas tardes. Aparte de que la admiro como escritora, pero primero quería decirle, en general, las escritoras, sobre todo eso, escritoras, que son capaces de, sobre la marcha de los distintos embarazos, ir escribiendo y seguir la vida adelante. Mi admiración. Y luego he sabido que escribe, que le gusta, y escribía ya desde niña, la rima. La rima métrica, perfecta además. En la época actual pues está un poco decadente. ¿Le costaba, en alemán es fácil, difícil, más que en otros idiomas, conseguir esa rima métrica? Das Reimen, das ist ja tatsächlich ziemlich out, aber bei manchen, ich weiß nicht, ob es schwerer ist als in anderen Sprachen, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich andere Sprachen gar nicht so kenne. Also ich sprach mal ganz gut Russisch und im Russischen ist es einfacher zu reimen, würde ich sagen, als im Deutschen. Aber wie das mit anderen Sprachen ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Für mich ergibt sich heutzutage selten
ein Zwang, ein gereimtes Gedicht zu schreiben, das entsteht irgendwie auch ziemlich von selbst und ergibt sich immer nur aus dem Gleichklang von zwei Wörtern, die sich aber anders über die Zeilen ziehen als in ganz klassischen Gedichten. Also ich schreibe keine klassischen gereimten Gedichte. Ich habe sogar mal einen Sonettenkranz geschrieben, der ist auch veröffentlicht worden in meinem zweiten Gedichtband. Ein Sonettenkranz ist ein 15-teiliges Werk. Es besteht aus 15 Sonetten. Jedes Sonett besteht aus 14 Zeilen, zwei dreistrophigen und zwei vierstrophigen Versen. Und es ist so, dass das letzte dieser 15 Gedichte ein sogenanntes Meistersonett ist. Das nimmt die Anfangszeilen aller 14 vorhergehenden Gedichte auf, sodass ein Gedicht praktisch mit einer Zeile anfängt, die dann auch die erste Zeile im letzten Gedicht bildet. Und die letzte Zeile eines Gedichtes ist die Anfangszeile des kommenden Gedichtes. Ich weiß nicht, ob das jetzt möglich war, in der kurzen Zeit das so zu übersetzen. Das habe ich nach Rhythmik und Metrik tatsächlich ganz klassisch gemacht. Aber wenn Sie es lesen, dann merken Sie, dass es trotzdem völlig anders funktioniert als ein ganz klassisches Sonett, weil der Sinn, der in den einzelnen Zeilen steht, über die Zeilenenden hinausläuft, in die nächste Zeile hinein, weil Wörter zum Teil zerhackt sind, was man, wenn man das Gedicht vorträgt, eigentlich gar nicht so merkt. Aber wenn man es liest, dann merkt man es sehr deutlich, dass es sich doch von einem traditionell gereimten Gedicht unterscheidet. Und ich finde, dass Gedichte in verschiedenen Jahrhunderten einfach sehr unterschiedlich sein können und müssen. Und wenn sich die Gelegenheit zu einem gereimten Gedicht ergibt, dann ergreife ich die auch. Aber ich würde nicht sagen, dass es klassisch gereimt ist. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Una pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerle a Catherine Smith su estupenda... estupenda charla, también a Frauke Schulz por su presentación y a vosotras y vosotros por vuestra presencia hoy aquí. Recordar que mañana será el último día de esta edición de 2014 de Un Mundo de Escritoras en la Mediateca de Bayona, un diálogo entre la escritora francesa de origen vietnamita Linda Lee y la escritora camerunesa Hemley Boom a las 6:15. Estáis naturalmente invitadas e invitados. Gracias.